Seid mir gegrüßt, ihr Lieben, zu unserem Go Delta Podcast. Heute hier aus dem Castor-Bahnhof in Heidelberg. Ich stehe, wie ihr sehen könnt, inmitten der Trümmer nach dem Sammy Deluxe Konzert. Hinter mir wird schon wieder abgebaut und ich begebe mich jetzt einfach mal auf die Suche nach dem Herrn, um mal zu schauen, wie es ihm geht. Auf geht's, viel Spaß euch. Ich bin auf Tour, ziehe durch die Lande, treffe so viele Leute, die ich vorher noch nicht kannte. Sind sie Luft und kriegt viel Kritik. Ich komme hier Heidelberg und ich bin auf dem Beat. Sag Spieß an die Stiebers und Fries an Tosch. Ohne die weiß ich nichts mehr, ich schwör mein Gott. Und ich glaub alles, was ich bin, auf das, was ich hab. Auf den Hut, auf die Schuhe, alles, was ich trag. Alles, was ich bin, Mann, alles macht einen Sinn. Ich hab diese Scheiße mir schon seit ein Kind. Ich meine, seit ich Kind war, also immer. Dieses Selbstmütze damals in meinem Zimmer. Sammy, du standst gerade oben hier noch auf der Bühne. Das Konzert war ausverkauft. Da, also zumindest da, wo ich stand, haben alle Kids deine Songs mitgesungen. Das ist schon recht beeindruckend. Bist du stolz? Ja, ich freue mich sehr, vor allem, weil das Album ist vor 2 Monaten rausgekommen und die Leute singen die Lieder letztendlich echt alle Lieder vom Album, vom ersten bis zum letzten Ding mit und hatten eben 2 Monate Zeit, nur um es auswendig zu lernen. Und das freut einen natürlich schon auf jeden Fall. Du hast zu Dynamite Deluxe-Zeiten eigentlich noch so ein bisschen auf dicke Hose gemacht, hast so Goldketten irgendwie getragen, hast wahrscheinlich auch keine Party ausgelassen, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Ich habe aber heute gesehen, dass zumindest musikalisch auch bei der Zugabe der alte Sammy nicht tot ist. Aber was ist mit dem passiert? Naja, es gibt ja nicht wirklich dieses alte, neue Sammy. So, letztendlich sind es einfach Entwicklungsphasen und in manchen Phasen ist das mal mehr da, manchmal das. Ich habe, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, war ich eigentlich ziemlich nah vom Inhalt zumindest da, wo ich jetzt gerade wieder bin. Dann bin ich zwischendurch einfach mal, hatte ich Lust mehr zu rappen, weil es um die Musik geht und nicht nur wegen dem Inhalt. Ich wollte einfach Songs haben und das hat sich auch ausgezahlt, die einfach live funktionieren. Und da habe ich dann sehr viele solche Lieder einfach gemacht, wo es um Wortwitz ging und um Flow und um Energie und um Tempo. Und dann letztendlich bin ich jetzt wieder da angekommen, dass es ein bisschen mehr um die Themen geht, die mich so bewegen. Ich habe eben einfach viele Seiten in mir und mach mal dies, mal das. Und, ja. Aus einem besonderen Grund, dieses deutschen Literatur nur ohne Komma und Punkt. Jeder macht halt heutzutage und alle sprechen die Sprache. Und leider geht's so gut wie ich in keiner sonst noch mit Druck. Und besser für die Lieser. Ja, wir waren besser. Dein neues Album heißt Das, wo ich herkomme. Das ist sehr persönlich. Kostet das Überwindung, so ein persönliches Album zu machen und doch so viel von sich selber preiszugeben? Naja, Überwindung nicht wirklich. Es hat eigentlich eher Zeit gekostet und Geld. Ich hatte zum Glück, sagen wir mal, einfach die Zeit, weil ich noch dieses Dynamite Deluxe Album, das auch... Das haben wir auch 3 Jahre haben wir dran gearbeitet und letztes Jahr das eben rausgebracht und synchron in diesen 4 Jahren habe ich eben auch an meinem Soloalbum gearbeitet und dadurch hatte ich zum Glück lange Zeit einfach Songs anzusammeln und das war jetzt nicht so, da das vorher einfach so ein Blueprint für das Album da war und da will ich einen Song für meine Oma und einen für meinen Vater und einen für meinen Sohn, aber Sachen sind eben so entstanden, aber ich würde nie einfach irgendein Thema so auf irgendein Beat rappen, wenn der Song nicht geil wäre. Ich finde, das muss irgendwie auch immer ein Spannungsbogen und so ein bisschen so wie so ein kleiner Film in sich oder so ein kleines Theaterstück sein und sowas wie Vatertag mit diesen 3 Instanzen, mein Vater, Vater Staat und der Vater im Himmel und wie man das dann auch live umsetzen kann, das ist schon auf jeden Fall gelungen. Also es hat auf jeden Fall keine Überwindung gekostet, aber Zeit einfach so diese Songs auszuarbeiten. Warum denn jetzt letztendlich dieser Titel? Also was geht denn da so, wo du herkommst? Da geht vieles und das ist ja einfach auch mal ein bisschen über dieses Thema die Leute wieder zum Nachdenken zu bringen, wo kommen sie eigentlich her, was finden sie an ihrer Umgebung cool, was finden sie nicht cool an ihrer Umgebung. Und in Deutschland ist es ja so politisch korrekt, eigentlich Deutschland scheiße zu finden. So, man kann ja eigentlich nichts Gutes über Deutschland sagen, ohne irgendwie dann von irgendwelchen Leuten schon wieder als Nazi oder Halbnazi dahingestellt zu werden. Und ich finde, das ist einfach so ein unproduktives Ding. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe immer so viele Lieder geschrieben, Deutschland ist mein Albtraum und weck mich auf und das ist alles scheiße hier. Aber die Art, wie ich handle, hat eigentlich eine ganz andere Sprache gesprochen. Nämlich ich mache Workshops, ich engagiere mich, ich versuche schon
in der Position, die ich habe, die so zu nutzen, dass ich irgendwas in der Gesellschaft versuche zu bewegen. Und deshalb dachte ich, irgendwie wäre es mal cool, vielleicht auch Musik zu haben, die dazu passt, was ich eigentlich so mache die ganze Zeit. Weil denn die ganze Zeit nur diese, alles ist scheiße und wir können eh nichts tun, wir sind alle eine Opferrolle, die da oben und wir hier unten und so. Das ist ja eigentlich nicht der Fall, weil jeder kann ja für sich in seinem Umfeld ein bisschen was tun, einfach nur um für sich und andere Leute irgendwas besser zu machen. In deiner ersten Single, bis die Sonne rauskommt, sagst du, wir brauchen viel mehr Farbe im Land. So als Schlusssatz. Warum? Weil es einfach schöner ist, weil Leute besser drauf sind, wenn nicht alles grau ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendeiner Subkultur zugehörig ist oder irgendeiner Minderheit angehört, der wird jeden Tag mehrmals damit konfrontiert. So. Und das muss einfach nicht sein. Leute könnten einfach mal lockerer damit sein. Ich finde, ich bin tolerant, wenn ich jemand, also klar kann ich nicht sagen, dass ich nie irgendwie mal irgendwo hingucke, wenn irgendjemand was ganz Extremes hat, so einen großen Ohrring oder so. Aber so, ich finde, man muss einfach nicht diskriminieren. Und ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, zum Beispiel in den Teilen von Deutschland, wo ich mich aufhalte, in den großen Städten und mit den Leuten, mit denen ich da chill. Das ist schon ein sehr buntes Land eigentlich, aber ich finde es nicht immer reflektiert, zum Beispiel in den Medien. Ich gucke ganz wenig Fernsehen, aber wenn ich so im Hotel irgendwo mal auf Tour bin und dann gucke ich so, zapp ich den Fernsehsender durch, dann komme ich mir vor, als wäre das immer noch in den 80ern. Weißt du, alles sieht so super alt aus und so grau und so farblos. Oder wenn da Farbe ist, dann ist es so gewollt. Und ich weiß eben nicht, was mit diesem Land los ist. So. Man muss irgendwie, ich finde, das Land hier muss einfach ein bisschen moderner werden. So. Und ich hatte zum Beispiel, seitdem ich dieses ganze Ding rausgebracht habe, das Album und so, gab es ja auch viele so Diskussionen und viele Leute haben sich so, haben gesagt, das ist cool, was Sammy macht und manche so Leute haben gesagt, das geht gar nicht klar und er sagt Nationalstolz und bla bla bla, das heißt, er ist selber Nazi und bla bla. Ja, so. Gab es eine ganz krasse Diskussion, ne? Und dann habe ich aber, ja genau, und dann habe ich zum Beispiel von der Bundesregierung so eine Anfrage bekommen, jetzt irgendwie am 23. Mai in Berlin am Brandenburger Tor zu spielen, da ist so eine Feier, 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland hin und her und da habe ich mich gefreut, weil habe ich so gedacht, das ist doch cool, dass ich so auf so ein Level komme, dass ich dann so, da gibt es eben Künstler der Vergangenheit, Künstler der Gegenwart, ich wäre quasi der Künstler der Gegenwart gewesen und habe ich leider gestern auf einmal die Absage bekommen, weil die den ganzen Teil der Gegenwart gestrichen haben und das passt schon wieder irgendwie so zu Deutschland, weil da treten irgendwie, wie heißen die nochmal, jedes Mal kommst du gerade rein, wo ich abgesagt wurde gestern, Cindy und Bert, ne? Ja. Genau, Cindy und Bert treten da eben auf und Peter Kraus. Und das ist eben so dann schon wieder, wo man so denkt, so boah, krass irgendwie, so das ist, man hat dann irgendwie so schon an dieses Land geglaubt und denkt auf einmal, man kriegt so auch das Feedback, so dass dieses Land dann auch einen irgendwie so als so Botschafter und so Sprachrohr der Generation sieht und dann kennst du die aber den ganzen Teil einfach. Also. Und ich will eure Hände sehen. Sag zu ihr Angie, schau dir doch Deutschlands Jugend mal an. Ein Finisher mit offenem Mund auf ihrem Playstation. Zweite Grille feiern im Access an Trade Fashion. Auf einigen von freundlichen, weil man freundliche Erzeugnisse, was sie nicht wussten, was diese Scheißdrohung bedeuteten. Das dritte Drittel Endtest mit Kitos nur auf deutschen Straßen. In 13 Jahren sind die Schuhe weißen zurück in die Nase. Deine Ziele und Träume haben, was du als Traum waren. Wir leben nicht weiter als heute Abend. Denken zu morgen, wie wir schlieben an den Zellen noch Leute starr. Scheiß glaub, wo wir bald sterben, werden schon alt werden. Ja, in dem Sinne, dir erstmal herzlichen Dank. Wir versprechen dir, der Podcast wird bunt. Ja. Du trägst ja auch schon die Farbe Rot, Deutschland. Und vielleicht konnten wir dir ein bisschen weiterhelfen und Deutschland mal ein bisschen wachrütteln, um zu sagen, der Sammy kann die Leute mobilisieren. Wir haben es heute gesehen. Junge Leute braucht das Land. Dankeschön dir. Und jetzt hast du deinen wohlverdienten Feierabend. Tschüss. Wanna feel the magic, taking off.